Hallo und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Erfolgsstrategie. Ich bin Mareike Bruns, Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen, und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, ich habe heute einen absoluten Knallergast bei mir im Erfolgsstrategie-Podcast im Interview. Und dieser Mann hat gefühlt in 10 Jahren 100 Jahre erlebt, ist durch alle Gefühle, die man so fühlen kann, in maximalster Intensität durch. Und er hat einfach was zu erzählen und zu sagen. Und ich freue mich riesig, dass ich heute ein Interview euch präsentieren darf mit Norbert Hofer. Norbert hat ein Multimillionen-Business gegründet innerhalb kürzester Zeit, hat dafür alles stehen und liegen lassen in Deutschland, ist gemeinsam mit seiner Frau ausgewandert und hat dort dieses Multimillionen-Business aufgebaut. Sie haben gemeinsam extrem viel erlebt. Sie sind durch sehr viele Höhen, sie sind gemeinsam durch sehr viele Ängste, sie sind gemeinsam durch unglaublich viele Gefühle gegangen, um einfach pioniermäßig mit diesem Business voranzugehen. Und seine Geschichte ist Wahnsinn, auch, ihr dürft mal gespannt sein, er erzählt sehr offen darüber, auch wie es mit seiner Frau weitergegangen ist und warum sie dieses Leben auch so intensiv gelebt haben und so schnell und so in Lichtgeschwindigkeit gelebt haben. Und es ist einfach nur eine wahnsinnig inspirierende, pionierhafte, unglaublich coole Geschichte, die ich euch hier im Interview, beziehungsweise er euch im Interview, logischerweise, ich habe ja nur die Fragen gestellt, präsentieren darf. Und lasst euch davon inspirieren und mitnehmen und lasst euch bitte durch diese Geschichte zeigen, alles ist möglich und zwar wirklich alles. Und es ist einfach nur crazy. Also hört mal rein und es ist wirklich, wirklich spannend. Wenn du sagst, das ist so eine Energie, die ich auch mag. Und ich mag auch Lichtgeschwindigkeit. Und ich möchte mein Business jetzt auf die Sechsstelligkeit bringen. Ich möchte ein Mindset entwickeln, was Sechsstelligkeit möglich macht. Ich möchte ein Mindset entwickeln, was es einfach mir ermöglicht, auch diese Sechsstelligkeit immer wieder zu wiederholen. Dann lade ich dich ein, bei mir im Spiritual Money Attractor Programm dabei zu sein. Es ist ein ganz neues Programm. Ich gebe dir all mein Wissen mit, was ich gebraucht habe, um neben meiner Doktorarbeit so zügig sechsstellig zu werden und ja, das einfach mit deinem Herzen zu tun, mit dem, was dir Freude macht, was dir Spaß macht und ohne Krampf, ohne irgendwie zu denken, ich muss jetzt mega viel arbeiten und sonst was, sondern dass du deine Arbeit inspiriert tust, dass du mit Freude daran gehst und dass du einfach Spaß und Elan in deinem Business spürst und jeden Tag aufwachst und dir denkst, geil, und ich kann jetzt daran weiter tüfteln und basteln und machen und Freude haben. Genau, das alles im Spiritual Money Attractor. Den Link zum Buchen findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich riesig, dich dort begrüßen zu dürfen und mit dir zusammen zu arbeiten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören in der heutigen Podcast-Folge. Ihr Lieben, ich habe ja hier im Erfolgsstrategie-Podcast immer einen Knallergast nach dem anderen und genauso auch heute. Der liebe Norbert Hofer ist hier. Ein unglaublich spannender Mann, ein unglaublich guter Coach, sehr guter Coach. Und er hat eine wahnsinnig spannende Geschichte, über die ich mich freue, gleich noch mehr zu erfahren, als ich schon erfahren durfte. Und darf dich mit diesen Worten einmal ganz herzlich begrüßen, lieber Norbert. Schön, dass du da bist. Ja, liebe Mareike, vielen, vielen Dank hier für die Einladung. Danke, dass ich hier heute dabei sein darf. Und ich bin schon gespannt auf deine Fragen. Sehr cool. Ja. Cool, cool, dass du da bist. Jetzt habe ich dich ja schon angekündigt mit einer spannenden Geschichte. Und wir haben heute den 12. August, wo wir es aufnehmen, 12. August 2021. Du bist gerade in Prag, richtig? Richtig. Genau, sitzt auf dem, für alle, die gerade das Video nicht sehen, auf einem ziemlich coolen Sessel. Ich glaube, es ist ein Hängesessel, oder? Richtig, genau. Ja, bist entspannt. Wir haben gerade schon gesagt, mit deinem höheren Selbst verbunden. Es ist alles cool. Und jetzt gehen wir mal auf den 12.08.2011. Wo war Norbert da?
2011. Guck mal, bei mir ist es so, ich lebe sehr stark im Hier und Jetzt. Also, ne, ich habe zwar Ziele in der Zukunft oder Absichten, Ziele für die Zukunft, aber die Vergangenheit, die Vergangenheit ist wunderschön, ich lerne dann draus, aber da muss ich erstmal eine Sekunde nachdenken. 2011, das war vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, wo war ich da? Wo war ich da? In Gütersloh war ich da. Und was hast du da war ich in Gütersloh und da hatte ich einen großen Traum. War das vor 10 Jahren, könnte ungefähr sein. Ich hatte einen großen Traum. Mein großer Traum war der Laptop-Millionär. Das war mein Traum. Ja. Und da habe ich angefangen, die ersten Erfolgsbücher zu lesen, weil ich mich dachte, okay, was machen die Erfolgreichen anders als die normalen Menschen, sage ich mal so. Und dann habe ich angefangen, die ersten Erfolgsbücher zu lesen. Und es kann sein, dass es vor 10 Jahren war, vielleicht auch ein bisschen länger her, bin ich dann irgendwann über Anthony Robbins gestoßen. Und dann habe ich mich doch glatt für ein Seminar angemeldet. Ich wusste noch nicht, wie ich es bezahlen werde, aber ich weiß, wenn ich die Entscheidung treffe, werde ich einen Weg finden. Werde ich definitiv einen Weg finden. Den habe ich natürlich dann auch gefunden. Und ich war dann beim Seminar, das war in London. Da waren 7000 Leute. Dann haben alle die Schuhe ausgezogen. Dann sind wir alle barfuß nach draußen gegangen. Und draußen waren 30 Feuer aufgebaut. Und dann kam ich an die Reihe und dann musst du barfuß über glühende Kohlen gehen. Und wo ich an die Reihe kam, wurden neue Kohlen ausgeschüttet. Und ich dachte so, oh Mann, jetzt auch noch neue Kohlen. Na gut, dann gehst du da drüber. Und dann bin ich da drüber gegangen, es ist nichts passiert. Und das war so für mich erstmal ein großes Ereignis vor 10 Jahren ungefähr, wo ich dachte, wow, da geht ja noch viel, viel, viel mehr, als ich immer gedacht habe, wenn man doch wirklich vernünftig, ja, mit seinem Mindset, mit seinem Verstand, mit seinem Bewusstsein umgeht. Da gibt es ja noch viel, 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 viel mehr. Ja, und es ist also dieses heiße Kohlenbeispiel, ich selber habe das noch nicht gemacht, also das ist noch eine Erfahrung, die ich nochmal machen darf, habe das aber schon von vielen gehört. Es ist so krass, es sind nur deine Gedanken, es sind nur deine Gedanken. Das heißt aber, um da wieder die Brücke von den Kohlen jetzt zu vor 10 Jahren zu schalten ist oder zu schlagen ist, du hast dich da schon mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Ja, das war so die ersten Anfänge. Vielleicht schon 2, 3 Jahre davor habe ich die ersten Bücher gelesen von verschiedenen Leuten, jede Menge Bücher. Ne? Warum sind die so erfolgreich? Was machen die anders? Und ich glaube, vor 10 Jahren oder vielleicht auch ein bisschen länger ist es, da war irgendwie das erste Seminar mit Anthony Robbins. Und da bin ich so richtig eingetaucht in die Persönlichkeitsentwicklung. Ich wollte eigentlich die beste Version von mir selbst leben. Ja, ja. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Laptop-Millionär? Laptop-Millionär. Im Prinzip kreiere ich mit meinem Laptop 1 Million. Das heißt, ich bin ortsunabhängig, ich kann das von zu Hause machen, ich muss nirgendwo sein. Ne? Später war es dann einfach so, wir hatten eine Vision. Die Vision war, wir reisen um die Welt, die Firma bezahlt und wir machen das Leben von tausenden von Menschen besser. Und so ist es dann auch gekommen. Ne? Ich habe dann irgendwann auf meinen Google Maps geguckt, der weiß ja echt ganz schön viel, wo ich überall war. Und da gucke ich so, hey, ich war schon in 100 Städte, wow, wie kommt das denn jetzt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, Manifestation ist manchmal so ganz still und leise, ohne dass man es merkt. Plötzlich ist es da, gell? Richtig. Ne? Genau. Und das waren Länder, wo, ja, Australien, Neuseeland, USA, Asien, ja, überall auf der Welt verteilt, ne? Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen, wer wir ist, beziehungsweise auch dein Team, denn du hast ja viele Mitarbeiter, ein Riesenteam und so weiter und so fort. Ich möchte aber noch auf einen Schlüsselmoment bei dir zurückgehen. Und ich glaube, Schlüssel darf ich hier austauschen mit Ladekabel. Korrigier mich bitte, wenn das falsch ist und kein Schlüsselmoment ist. So habe ich aber, wo ich jetzt in die verschiedensten Sachen von dir reingehört habe und reingelesen habe, es als neutraler Leser und Beobachter einfach wahrgenommen, dass das so ein kleiner Schlüsselmoment war, diese Ladekabel. Kannst du uns da noch mal mit reinnehmen, was das genau war und was du da gemacht hast? Welchen Schlüsselmoment meinst du? Das ist eine gute Rückfrage. Und zwar meine ich, dass du damit entdeckt hast, dass man damit relativ einfach und leicht Geld verdienen kann. Ah, okay. Also da habe ich, es gibt ja viele Schlüsselmomente, ne, die ich einfach habe. Und der erste Schlüsselmoment war eigentlich
würde ich sagen, bei dem Anthony Robbins Seminar, da habe ich jemanden getroffen, das war in London, und da habe ich jemanden getroffen, der hat Deutsch gesprochen. DJ Ötzi habe ich auch getroffen, der war auch da. Den habe ich auch noch kurz gequatscht. Aber da habe ich jemanden getroffen, der hat Deutsch gesprochen, und ja, und da habe ich ihn gefragt, was machst du denn? Ja, er sagte, ja, ich habe ein Online-Business. Ah, was ist ein Online-Business? Ja, oh, ich helfe Menschen zum besseren Leben. Ich kann von überall aus von der Welt arbeiten. Mir macht meine Arbeit viel Freude. Ich liebe das, was ich tue. Und dachte ich, boah, das ist genial. Das will ich auch. Und dann habe ich mich informiert. Und dann habe ich, was ist Online-Business? Wie funktioniert das? Und so weiter. Und da kam dieser Traum auch hoch. Vielleicht war es doch schon vorher, nachher, mit diesem Laptop-Millionär. Ne? Und das war so ein Schlüsselerlebnis. Dachte ich, wow, das ist genial. Du kannst von zu Hause arbeiten, du kannst Menschen helfen und du kannst damit gutes Geld verdienen. Wie genial ist das denn? In was für einer genialen Zeit leben wir denn, dass wir das alles, ja, übers Internet und mit dem Laptop alles machen können? Und dachte ich, wow, genial. Und da habe ich mich immer mehr informiert, reingearbeitet. Und das war einer der Schlüsselmomente. Moment. Und dann irgendwann, ich war ja, ich habe ja damals noch, wie soll ich sagen, Microsoft Server betreut, Microsoft Server, aber da kam ein neues Serversystem drauf und da dachte ich, oh nee, das ist doch alles Käse, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich möchte jetzt was anderes machen, das geht nicht mehr so weiter. Und dann war noch so ein Schlüsselmoment, da hatte ich noch damals ein Samsung Android-Handy. Und das habe ich rumgespielt und dann hat es nicht mal gestartet. Ich habe eine andere Software drauf gespielt und dachte ich, nee, einschicken kannst du das nicht. Die sehen das, die sind ja nicht bescheuert. Das wird nichts mit Garantie. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich tun? Und dann habe ich so einen kleinen Stecker dafür gelötet und konnte mit diesem Stecker das Gerät wiederherstellen. Und dann dachte ich mir eins, es gibt ein Problem und ich habe eine Lösung. Was ist, wenn ich nicht der Einzige auf dieser Welt bin, der dieses Problem hat? Und dann habe ich ein paar Stecker gelötet und habe sie einfach bei eBay angeboten. Und siehe da, die gingen weg wie warme Semmeln. Und dann habe ich das weiter ausgebaut und weiter ausgebaut und weiter ausgebaut und weiter ausgebaut. Und auf einmal hatte ich dann 15.000 Stecker übers Internet verkauft. Und ich so, wow, Wahnsinn. Aber alles ist nur mit einem Problem und mit einer Lösung gestartet. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das Internet haben. Vielen, vielen Dank, lieber Gott, dass wir das Internet haben, weil das bringt diese beiden Menschen zusammen. Jemand hat ein Problem und eine Lösung. Es bringt diese beiden Menschen zusammen. Ja, und hilft einfach denjenigen, sein Problem zu lösen. Und das war großartig. Und das ist ja das Großartige. Ist ja egal, wo derjenige sitzt. Über das Internet kann ich die Menschen ja weltweit erreichen, der gerade dieses Problem hat, wobei ich unterstützen kann. Der muss ja nicht mal in meiner Stadt leben, sondern ich kann das wirklich im ganzen Land machen, in ganz Europa, mittlerweile weltweit, dort einfach Menschen unterstützen zu einem besseren Leben. Und das war auch so ein Schlüsselerlebnis. Dachte ich, wow, Online-Business, Internet. Und dann, das war genial. Und dann irgendwann dachte ich so, okay, was jetzt? Und dann kam ich so dazu und habe dann erst meinen ersten Online-Kurs entwickelt. Und dann dachte ich, das ist ja noch genial. Da muss ich kein physikalisches Produkt dauernd verschicken, sondern ich mache das alles komplett online. Das hat mir große Freude gemacht, ne? Menschen dabei unterstützen, dort zu lehren, wie das Ganze funktioniert. Ich habe ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben und die Menschen waren happy, das zu lernen. Mein erster Online-Kurs war, wie du in 30 Minuten eine professionelle Webseite aufsetzt. Wieder nur ein Problem, eine Lösung. Und damit mit dem ersten Online-Kurs habe ich 3.000 Euro verdient. Und dachte ich, ist das geil. Ich mache nur noch Online-Business, weil ich kann das tun, was ich liebe. Ich kann arbeiten, wann und wie ich möchte. Und ich bin unabhängig und verdiene gutes Geld. Das ist doch wirklich ein Geschenk des Himmels. Ja. Mega. Also vielen Dank fürs Teilen und auch für dieser Enthusiasmus, der dahinter steht und diese Freude, die dahinter steht, die man sofort merkt. Für alle, die gerade die Ladekabel vermissen. Man merkt hier mein technisches Know-how für Handy. Ladekabel sind die Stecker. Sehr gut. Das meinte ich auf jeden Fall. Und was ich so cool finde daran ist, dass du oder dass es halt nicht so eine verkrampfte Story ist, weil manchmal, wenn wir anfangen, Business zu starten oder so, das habe ich schon bei vielen Coaches auch erlebt, dann fängt man so verkrampft an, jetzt irgendeine Idee zu suchen oder das muss es sein und das muss es sein und das muss es sein, sondern das ist einfach und leicht ohne irgendeinen Widerstand zu dir gekommen. Das war ein Thema, wo du, ich habe ein Problem, ich bastel rum, habe auch noch Spaß beim Basteln und bums, habe ich das gelöst und jetzt biete ich das allen anderen an. So, und das finde ich einfach so cool, weil das nochmal zeigt, dass dieser, und ich meine 15.000 Stück, das ist eine Hausnummer von den Dingen, das sind also 15.000 Stück. Wahnsinn, ja? Ja, ich habe sie am Anfang selber gelötet, aber jemand habe ich sie produzieren lassen. Sie kamen dann aus China eingeflogen. In Deutschland hat sie dann jemand zusammengelötet und noch jemand anders in Deutschland hat das Kunststoffgehäuse gemacht. Ja, ja. Genau, aber was ich so cool finde, ist,
Es kam einfach zu dir, da ist nichts verkrampft, da ist nicht Widerstand, da ist nicht, sondern das ist aus einer kleinen Idee entstanden und sie wurde immer größer. Und daraus hast du gelernt und dieses Wissen, was du da gelernt hast über Online-Business, hast du wieder weitergegeben. Und ich finde das so mega cool, weil du einfach alles, was du wirklich selbst von der Pike auf gelernt hast, beigebracht hast und damit eben auch den Erfolg gehabt hast. Und genau das bringt auch den Erfolg. Da, wo es im Englischen heißt es so schön effortless, also ohne Bemühungen, ohne sonst was, sondern einfach aus der Freude, aus dem Spaß heraus. Und das bedeutet eben nicht, dass ich mich hinsetze und arbeiten muss ohne Ende, sondern ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Und da, wo Freude ist, fließt Geld automatisch. Richtig, genau so ist es. Du bist dann weiter, also von den Steckern zu Online-Kursen, hast gesagt, geil, ich mache nur noch Online-Kurse, es macht mir Spaß. Mhm. Bist du dann weitergegangen? Magst du uns mal mitnehmen, wie jetzt die Online-Business-Geschichte weitergegangen ist bei dir? Genau, und dann habe ich dann einen Online-Kurs nach dem anderen produziert. Ich weiß nicht, 7, 8, vielleicht 10 Stück Online-Kurse produziert, einen nach dem anderen. Weil ist ja so, du löst ja ein Problem, dann kommt das nächste Problem. Jetzt hast du eine Website, okay, woher kommt Besucher auf meine Website? Also habe ich dann dieses Problem gelöst. Ah, und dann brauche ich noch eine Verkaufsseite, wie mache ich das denn? Ah, dann dieses Problem und so weiter und so weiter. So kam ein Problem nach dem anderen und ich habe dann eine Lösung gefunden, habe das dann auch wieder angeboten, habe gesagt, guck mal, dann mach doch das und das und dann ist das auch gelöst. Und so hat sich das dann ergeben. Und dann irgendwann ist mir über den Weg gelaufen mit einem Webinar, die Mara Stix damals ist mir über den Weg gelaufen und dachte ich, wow, diese Frau hat so ein großes Potenzial. Du übrigens auch, Mareike, du hast auch ein Riesenpotenzial. Okay. Und die ist mir über den Weg gelaufen, die hat so ein Riesenpotenzial und dachte ich, wow, davon muss doch eigentlich die Welt wissen. Das gibt es ja gar nicht. Ne? Und dann habe ich mich mit ihr in Verbindung gesetzt, ne? Und dann habe ich gesagt, ich tue erst etwas für sie. Das heißt, ich habe gesagt, ich habe schon eine kleine E-Mail-Liste, 1000 Leute oder so, die mir aufgebaut, also Kontakte aufgebaut und habe gesagt, ich würde gerne mit dir ein Webinar ergeben und du erzählst einfach von dieser Geschichte, ne, von dieser Scanner-Geschichte. Damals war ihr Thema Scanner. Ne? Also viele Leute, die viel begabt sind, viele Ideen haben, viele Impulse. Ne, wie bekomme ich jetzt überhaupt ein Projekt auf die Straße und so weiter. Darüber hat sie damals gesprochen und dann haben wir das gegeben, das Webinar, und die Leute waren begeistert. Dann haben wir noch ein Webinar gegeben und dann waren sie wieder begeistert. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal ein gemeinsames Projekt kreieren, ein gemeinsames Produkt, weil sie war 1:1 Coach und sie war total ausgelastet und ausgebucht und konnte nicht mehr. Und sagte, oh, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch irgendwie das in ein digitales Produkt verwandeln. Und dann später haben wir dann auch ein Gruppencoaching daraus gemacht und haben das nochmal weiterentwickelt. Ne? Und immer weiterentwickelt und immer weiterentwickelt und immer weiter verbessert. Und dann, ja, und dann haben wir ein Projekt gestartet, noch ein Projekt gestartet, noch ein Projekt gestartet. Wir haben gesehen, hey, das hat super funktioniert. Und dann eines Tages kam der Zeitpunkt, ja, wo ich sozusagen alles losgelassen habe in Deutschland und bin dann ausgewandert nach Malaysia, Kuala Lumpur, mit 2 Koffern. Ich habe alles losgelassen, weil ich wusste, das ist die richtige Entscheidung. Ich bin meinem Herzen gefolgt. Die Leute haben mich gefragt, warst du schon mal da? Nö. Was soll's? Wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja wieder gehen. Ne? Ne? Und dann 2 Koffern, alles losgelassen in Deutschland, einfach nach Malaysia ausgewandert, der erste Monat in einem Airbnb gewohnt, um zu gucken, überhaupt eine Wohnung zu finden. Und dann haben wir dort eine gemeinsame Firma gegründet. Ah ja, das war ja noch ein bisschen anders, genau. Wir haben ja mehrere Projekte gestartet und dann hatten wir gesagt, okay, lass uns eine gemeinsame Firma gründen. Die wollten wir aber nicht in Deutschland machen. Dann hatten wir UK gemacht und dann waren wir auf einem Unternehmerseminar in Costa Rica. Da waren 400 Unternehmer, 400 Influencer von AFEST, von Mind Valley. Da habe ich mit vielen, vielen Leuten gesprochen. Das war auch ganz lustig da. Ne? Du sprichst mit jemandem, ne? Und da sagst du, oh, was machst du so? Ja, ein bisschen Immobilien und so. Oh. Und wie war es letztes Jahr? So, oh, ganz gut. Ich habe letztes Jahr 400 Millionen gemacht. Ich so, oh, interessant. Und dann sprichst du mit so einer Blumenfrau, ne? Die war wie so ein Blumen-Hippie-Girl, sprichst du so. Und dann, ja, und dann so, gut, und dann frage ich den, dann ist sie weggegangen, dann frage ich den nächsten, wer war denn das überhaupt? Ja, das ist die und die, kennst du die, die nicht? Nee, die hat letzte Woche ihre Firma für 10 Millionen verkauft. Ich so, ach, interessante Leute treffe ich hier auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall haben wir gesagt, wir möchten gerne eine Firma gründen und da kam immer der Impuls, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Dauernd hat irgendjemand gesagt, Kuala Lumpur, aus verschiedenen Ecken. Und ich denke, okay, das ist ja ein eindeutiges Zeichen. Also haben wir uns damit beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, okay, Kuala Lumpur ist einfach. Man kann relativ einfach ein Visum bekommen. Dadurch kann man eine Firma gründen. Man kann dann, hat dann 2 Jahre Aufenthaltsgenehmigung. Lebenshaltungskosten sind 1/5 gegen Deutschland und so weiter. Und dachte, ist immer super Wetter, schnelles Internet. Okay, los geht's. Alles in Deutschland losgelassen, 2 Koffer und auf nach Kuala Lumpur.
Und ich glaube mir, dass die Firmengründung war trotzdem ein Riesenabenteuer. Ne? War ein Riesenabenteuer. Wir gingen dahin und wir hatten noch kein Visum, das war noch in Arbeit. Wir brauchten aber schon ein Bankkonto. Und dann haben die Leute natürlich gesagt, nein, du bekommst kein Bankkonto. Und dann haben gesagt, naja, wir werden sehen. Und dann sind wir zur Bank gegangen und haben wir einfach nur mit der Beraterin gesprochen. Und dann hat sie für uns ein Bankkonto eröffnet. Ne? Und das war ganz krass. Und damals, und die Privaten konnten nur auf dem Vornamen. Und ich dachte, boah, die sind ja total verrückt, was die hier machen. Also, naja, und ne, da hast du einen Vertrag gekriegt, so ein Bankkonto und einen Teil in Englisch, dann einen Teil in Chinesisch. Ich habe keine Ahnung, was da drauf stand. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Ne? Und dann sind wir einfach, und da haben wir einfach dort die Firma aufgebaut, die Firma Mannemann dann dort aufgebaut. Und haben uns dann auch einen Mentor und Coach gesucht. Ne, weil wir wussten einfach, ja, um das nächste Level zu gehen, braucht man einfach Unterstützung. Das ist so, so wichtig. Ne? Man kann alles alleine machen, richtig. Aber dann dauert das auch 2, 3 Jahre, bis man so weit ist. Wenn man einen Coach hat, kann man ihn dauernd fragen. Okay, was ist jetzt zu tun? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Er sagt dir, ja, das macht das, mach das. Oh, da sehe ich, okay, du hast nur diesen fehlerhaften Glaubenssatz und so weiter und so fort. Ne, es ist einfach wirklich die Abkürzung. Und dann, ja, und dann habe ich mir dort, oder haben wir uns dort einen Coach gesucht, ob wir auch wieder nicht das Geld hatten. Aber ich weiß, alles, was ich investiere, bekomme ich 10-fach wieder zurück. Und von da habe ich gar keine Angst zu investieren, weil ich weiß, alles, was ich in mich investiere, bekomme ich immer 10-fach zurück. Also ich glaube, wir müssen jetzt hier in der Podcast-Folge alle mal gemeinsam kurz atmen, was da gerade bei dir, was du gerade erzählt hast und was da passiert ist. Du hast immer mehr gelernt über Online-Business. Du hast die Mara kennengelernt. Ihr habt euch zusammengetan. Ihr habt dann zusammen beschlossen, ach na ja, wir gehen jetzt mal nach, ich kann leider diesen Namen nicht aussprechen. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Lassen hier alles stehen und los. Da muss man auch innerlich erstmal hinterherkommen. Mhm. Also diese Geschwindigkeit finde ich also Wahnsinn. Und vor allem dieses so krass auf Impulse hören. Also es ist ja wirklich, das kann man ja, sage ich mal, mit Menschenverstand nicht unbedingt erklären, zu sagen, ach, na ja, ich lasse jetzt hier mal alles stehen und liegen, Familie, Tschüssikowski, ich gehe dann mal. Das ist, guck mal so, ich habe in meinem Herzen einen tiefen Impuls gespürt, du hast keine Zeit zu verlieren, du hast keine Zeit zu verlieren, du musst jetzt Vollgas geben, du hast keine Zeit zu verlieren. Mhm. Und ein paar Jahre später habe ich es dann auch erfahren, warum das so war. Ne, weil ein paar Jahre später ist Mara sehr, sehr, sehr krank geworden. Sie ist sehr, sehr krank geworden, hat dann Krebs bekommen und ist dann nach Hause zu Gott gegangen. Aber wir hatten 3, 4, 5 Jahre, wir hatten 4, 5 Jahre gemeinsame Jahre. Aber diese Jahre waren nicht so wie 3 Jahre oder 4 Jahre. Die waren eher wie 30 Jahre oder ich würde eher sagen wie 300 Jahre, weil die so intensiv waren, weil wir in diesen 3 Jahren Vollgas gegeben haben. Ja. Wir wissen, also wie soll ich dir das schreiben? In meinem Herz wusste ich, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss jetzt Vollgas geben, wir müssen jetzt das Business hochfahren, wir müssen jetzt das tun, wir müssen um die Welt reisen, wir müssen alles mitnehmen, was geht in dieser Zeit. Als wenn ich schon unbewusst geahnt hätte, wir müssen Gas geben, wir haben nicht viel Zeit. Ja. Man muss jetzt dazu sagen, für den Hörer, der jetzt keine Ahnung hat, eine wesentliche Info fehlt noch. Ihr habt dann nämlich auch beschlossen, nicht nur Businesswege zusammenzugehen, sondern auch private Wege zusammenzugehen. Das heißt, Richtig. Ihr habt auch geheiratet oder ihr wart verheiratet, gell? Nicht, dass ihr jetzt Richtig, ja, wir waren verheiratet. Ja. Wir sind ja nach Las Vegas gefahren und dann haben wir in Las Vegas geheiratet. Aber mit einem Hubschrauber. Ich habe dann gesagt, ich will nicht mit Elvis heiraten, sondern ich muss mir schon was Besonderes ausdenken. Also sind wir dort mit einem Hubschrauber zum Grand Canyon geflogen und haben dort am Grand Canyon geheiratet. Stark. Also die Info ist natürlich dafür nochmal wichtig. Und auch, was ich an der Geschichte so krass finde, wo du sagst, ich habe das schon gespürt, wir haben nicht so viel Zeit, es muss alles jetzt und so weiter. Was für ein Verstandsprodukt das Thema Zeit ist. Ja. Denn du hättest das ja nicht schon jetzt gespürt, wenn die Geschichte, also wenn Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart nicht parallel existieren würde. Richtig. Und das finde ich so spannend an der Geschichte und auch wie du das erzählst, weil man hat ja so ein Gespür dafür. Man hat ein Gespür dafür und du bist dem einfach gefolgt. Und das ist eine crazy Geschichte. Jetzt hast du gerade schon gesagt, sie ist nach Hause gegangen, so hast du es formuliert, also vor, ich weiß glaube ich, 2 Jahren, gell, oder 3 Jahren, irgendwie so. 2 Jahre. Bitte? 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Wie ist es dann für dich weitergegangen? Gute Frage.
Und dann ist es so, wenn du so intensiv mit jemandem zusammenlebst, in Business und privat, ja, wir waren 24 Stunden sozusagen zusammen. Deswegen war diese Erfahrung auch sehr, sehr intensiv. Ne? Also, wie gesagt, für mich war es wie 30 Jahre, vielleicht sogar wie 300 Jahre, so intensiv. Von einem Tag auf den anderen sitzt du alleine da. Und da bin ich natürlich in ein Loch gefallen. Da bin ich in ein Loch gefallen danach. Aber ich habe dann eine Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen. Nein, zwei Entscheidungen habe ich damals getroffen. Ich gehe so schnell wie möglich durch die Trauer hindurch. Und was ich tun muss, was kein Weg dran vorbeigeht, ich finde einen Weg, glücklich mit mir selber zu sein. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte eine Therapeutin an meiner Seite und ich habe es dann auch geschafft in 6 Monaten. Und die hat zu mir gesagt, also ich habe das noch nie erlebt. Du bist da nicht durchgegangen, du bist da durchmarschiert. Aber ich muss auch sagen, ich habe ganz krasse Dinge gemacht. Ne? Ich hatte sie dabei in der Urne und bin auf Weltreise gegangen. Ich bin 6 Monate auf Weltreise gegangen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich damals oder dass wir damals das Business so aufgestellt haben, dass es ohne uns lief. Wir hatten ein komplettes Team, das hat sich komplett um das Business gekümmert. Es lief vollständig ohne uns, so dass ich sozusagen dort ja dann ein halbes Jahr auf Weltreise gehen konnte und meine Urne dabei hatte. Und einfach dort das verarbeiten konnte. Und ich war in den USA und dort bin ich auf einen Roadtrip gegangen, 3000 Meilen. Ich kann dir sagen, eine lange Autofahrt und gute Musik ist eine verdammt gute Therapie, war es zumindest für mich. Ich habe auch ganz krasse Sachen gemacht. Ich war auch eine Woche allein im Wald und habe mich dort eingesperrt. Da musst du dich mit dir beschäftigen und deinen Schatten. Du hast gar keine andere Chance. Du musst da durchgehen. Aber ich wusste, ich habe auch andere Sachen gemacht. Ich war auch in Restaurants, wo wir viele früher gemeinsam waren. Du gehst in ein Restaurant, der Kellner kennt dich und begrüßt dich, sagt, hallo, wie geht's? Und wo ist denn ihre Frau? Ja, da musst du sagen, ja, sie ist nach Hause zu Gott gegangen. Und das war in diesem Moment sehr, sehr hart für mich. Glaub mal, das hat mich voll aus den Socken gehauen. Aber ich wusste, es gibt nur einen Weg, durch die Trauer hindurchzugehen, wenn ich diese Emotion, es ist ja eine Emotion, wenn ich diese Emotion voll und ganz annehme. Und das war meine Methode, diese Emotion voll und ganz anzunehmen. Und ich habe gemerkt, jedes Mal wurde es leichter, leichter, leichter und leichter. Und dann habe ich die Urne dabei gehabt, dann war ich am Grand Canyon. Und dann auf einmal ist die Zeit stehen geblieben. Keine Touristen mehr um mich rum. Die Luft ist, also es war einfach kein Windchen mehr. Auf einmal ist wirklich die Zeit stehen geblieben, windstill, keine Touristen. Und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich einen Teil der Asche hier verstreuen. Dann habe ich den Teil verstreut. Und dann ein paar Sekunden später kam ein Wind und hat die Asche fortgetragen, über die Klippe sozusagen hinweg. Und dann ein paar Tage später oder eine Woche später war ich dann in San Diego. War das nicht San Diego, Santa Barbara. War ich in Santa Barbara um 6 Uhr morgens am Strand. Und dann sehe ich vor mir drei Delfine. Und dann wusste ich, das ist schon wieder ein Zeichen. Habe ich dort den Rest der Asche verstreut. Und 2 Tage später ist mir auch klar geworden, was da passiert ist. Ich habe alle 4 Elemente erwischt. Erstmal die Asche ist sowieso Feuer, dann der Wind am Grand Canyon und dann ja, die Erde am Grand Canyon und das Wasser am Santa Monica. Und dachte ich, krass, alle 4 Elemente erwischt. Voll krass, dachte ich mir, wow. Ne? Und dann bin ich einfach durch diese Trauer hindurchgegangen. Und ich habe ganz verrückte Sachen gemacht. Ich habe einfach von einem Tag in den nächsten gelebt. Aber ich kann dir sagen, dabei habe ich erfahren, das Leben ist immer auf deiner Seite. Ich bin an Orte gekommen, die hätte ich niemals erreicht. Die waren so wunderschön. Glasklares Wasser, Seen mit glasklarem Wasser, Landschaften, Berge. Ich bin dann, was war das hier? 101 oder die One, ich weiß nicht mal, diese Straße da lang gefahren, am Ozean. Ich habe so schöne Sachen gesehen. Das war unglaublich, weil ich einfach nur in den Tag hineingelebt habe. Und da habe ich einfach gesehen, das Leben ist immer auf deiner Seite. So, das war meine Art, dahin durchzugehen. Wahnsinn und Wahnsinn. Und ich glaube, marschieren trifft es wirklich gut, weil ich glaube, was dir da oder was da so ein bisschen rausgespiegelt kommt von dem, was du erzählt hast, ist diese Mentalität von ja, schnell. Man muss nicht für alles ewig lange brauchen und man Richtig. geht halt einfach schnell durch diese Sachen. Jeder darf es in seinem Tempo machen. Du hast mal so einen schönen Satz gesagt. Jeder darf im Rhythmus also in seinem Lebensrhythmus leben. Und wenn dein Lebensrhythmus Lichtgeschwindigkeit ist, dann macht es halt. Richtig. Und das finde ich so krass, dass du auch den Mut hattest, weil es ist unglaublich mutig, dich einfach jeder Situation zu stellen, dich eine Woche lang im Wald einzusperren, in diese Restaurants zu gehen, weil das
ist crazy. Also du erzählst es hier so locker weg, aber es ist crazy. Was ist das für ein Gefühl? Das war ein richtig krasses Gefühl. Aber guck mal, ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, was willst du? Willst du jetzt die nächsten Jahre in dieser Trauerphase abhängen? Sagst du, nee, ich habe auch keine Zeit zu verschwenden, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bin. Bin ich 3 Monate hier, 3 Jahre, 30 Jahre, 300 Jahre? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Also gehe ich so schnell wie möglich durch diese Trauer hindurch. Dann habe ich überlegt, wie kann ich das machen? Und dann habe ich einfach diese crazy, verrückten Dinge ausprobiert. Und glaubt mir, das war nicht einfach. Das war, von einfach hat keiner was gesagt. Aber es hat mir geholfen, so schnell wie möglich da durchzugehen. Ja. Und ein Glück, denn heute sitzt du hier und machst dieses Interview. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Die erste Frage ist, du hast es gerade mal in so einem Nebensatz erwähnt, wir hatten das Glück, dass unsere Firma so lief, dass sie gar nicht mehr uns brauchte. Das heißt, kannst du uns mal ganz kurz in die Dimension von Manomind mitnehmen, was ihr da erschaffen habt? Ja, hätte mir vor 10 Jahren jemand gesagt, dass ich mit 2 Koffern nach Malaysia auswandere und dort ein 8-stelliges Online-Business aufbaue, hätte ich gesagt, du bist total verrückt. Aber genauso ist es gekommen. Genauso ist es gekommen. Und ja, und wir hatten damals ein starkes 20-köpfiges Team, ja, wo die Leute zu uns gekommen sind, wo wir ihnen geholfen haben, erfolgreich zu werden, selbstständig zu werden. Wir haben sogar 10 Millionäre hervorgebracht. Aus dem Nichts, sie kam aus dem Nichts und ja, haben dort ein Millionenbusiness aufgebaut. Und das ist dort, und wir haben Seminare überall auf der Welt gemacht. Ich habe damals mal festgehalten, Mensch, wo hatten wir Seminare? Singapur, Abu Dhabi, Budapest, Prag, Kuala Lumpur, LA war eins, Santa Fe war eins, Ibiza war, glaube ich, auch eins, Mallorca war eins, Frankfurt, also überall auf der Welt haben wir dort Seminare gegeben. Das war einfach nur verrückt. Und ja, das, was wir, die Mara hat einfach wirklich ihren Traum gelebt. Und ich habe einfach alles getan, was in meiner Macht war, weil ich habe es ja intern anscheinend gespürt, dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben und dass wir jetzt Gas geben können, damit sie einfach ihren Traum leben kann. Das war ganz, ganz wichtig, damit sie ihren Traum leben kann. Ne? Und das war einfach wir haben, wie viele Menschen haben wir unterstützt? Ich weiß nicht, 700, vielleicht 1000 Menschen haben wir unterstützt. Erfolgreich selbstständig zu machen, ein Online-Business zu starten. Und wir hatten dann eine kleine elitäre Gruppe sozusagen. Und daraus sind dann 10 Millionäre hervorgegangen, die wirklich Millionen verdient haben. Wahnsinn. Also nur um diese Dimension einfach so, wie du das jetzt hier locker flockig erzählst im Interview, einfach noch mal kurz hervorzuheben. Ihr habt da in Windeseile ein achtstelliges Business hochgezogen, in die ihr habt alles liegen, stehen und liegen lassen in Deutschland, seid dahin gegangen, weltweit rumgekommen, in Las Vegas geheiratet mit einem Hubschrauber. Also wow. Was da passiert ist und vor allem zeigt es, und damit seid ihr ja auch pioniermäßig nach vorne gegangen, es ist alles möglich. Es sind nur unsere Gedanken, die uns limitieren. Es ist alles, alles möglich und ihr habt es gezeigt mit Ergebnissen. Es war dann ja da und es funktioniert und es geht schnell. Genau. Jetzt hatte ich ja gesagt, zwei Fragen. Eine habe ich schon gestellt. Die zweite ist, was machst du jetzt? Was ist jetzt da? Ich bin gerade dabei in einer Phase der Neuorientierung. Ich habe heute auch meine Vision aufgeschrieben, eine große neue Version oder mehrere große neue Visionen. Heute kam der Download. Ne? Heute kam der Download, kam so durch mich hindurch und durch mich hindurch. Und ja, und ich möchte mich einfach neu aufstellen, einfach noch mehr der Welt geben. Ne? Ich möchte gern ein, wie soll ich sagen, meine Vision ist, ein Unternehmen aufzubauen, das die Welt verändert und das Leben von Millionen von Menschen besser macht. Das ist meine ganz, ganz große Vision. Und da habe ich jetzt verschiedene Ideen heute gedownloadet, wie das Ganze funktionieren kann, in welchem Format und wie das alles funktionieren kann. Und das ist das, was ich jetzt in die Welt bringe. Ich glaube, wir sind auf dem, wie soll ich sagen, auf dem Sprungbrett in eine neue Dimension. Viele sagen 5D-Welt, ich nenne es die neue Zeit, die neue Erde, wo wir wirklich ein herzbasiertes Leben führen, wo wir wirklich morgens aufstehen und wissen, hey, es ist alles in Ordnung, wo wir unsere Berufung leben, wo es Schulen der neuen Zeit gibt, wo Kinder gerne hingehen, wo sie ihre Talente und Fähigkeiten gefördert werden, wo es wirklich, ja, wo es wirklich Möglichkeiten gibt,
mit seinen Talenten, Fähigkeiten und Erfahrung das Leben eines anderen Menschen besser zu machen und nicht nur einen, vielleicht sogar auch 1000 Menschen Leben besser zu machen. Das, was ich habe an Talenten und Erfahrung, gebe ich einfach weiter und verbessere einfach damit die Leben. Also für mich ist es wirklich so, ich glaube, jeder sollte einfach seine Berufung leben, das, wofür er hingekommen ist, seinen Lebensplan erfüllen. Und ich will einfach so viele Menschen dabei mitnehmen, den Himmel auf Erden zu erschaffen. Das ist eine wundervolle Vision, die du ja auch einfach mal aus dem Ärmel geschüttelt hast. Wahnsinn, Norbert, Wahnsinn. Danke dir für diesen Einblick, auch für den sehr intimen Einblick, denn du hast ja unglaublich viel erlebt. Du weißt, kennst unglaublich viele Emotionen, auch in einer wahnsinnigen Intensität, was Trauer angeht, was Liebe angeht, was Erfolg angeht, was Ängste angeht, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du gemeinsam mit der Mara durch die ein oder andere Angst einfach mal durchstiefeln musstest. Aber richtig, das sage ich dir. Aber richtig. Und es ist einfach persönliches Wachstum, was da passiert ist. Und das ist so genial und so inspirierend, was ihr da erschaffen habt und wo du jetzt auch weitergehst und dich auch nicht unterkriegen lässt. Du sagst, ich mache jetzt einfach hier mein Ding weiter und gut ist. Und das ist der Wahnsinn und ich danke dir dafür, dass du das hier im Podcast geteilt hast und mit uns und allen, also mit allen Hörern einfach auch geteilt und erzählt hast. Wenn ich ein Interview habe, gehört das letzte Wort und die letzte Botschaft immer meinem Gast und das mag ich dir jetzt einmal übergeben. Vielen, vielen Dank, liebe Mareike, hier für das tolle Interview. Ja, ich möchte dir einfach sagen, dass du dir im Leben einfach 3 Fragen stellst. Die wichtigsten Fragen in einem einfachen Leben. Wie möchte ich leben? Wo möchte ich leben? Und was möchte ich der Welt geben? Das ist so, so wichtig. Diese 3 wichtigen Fragen, beantworte die und richte dich jeden Tag darauf aus. Weil du bist hierher gekommen, um den Himmel auf Erden zu leben. Du hast das Potenzial, du hast die Fähigkeiten, um das jetzt zu tun, deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Woher weiß ich? Sonst würdest du nicht diese meine Worte jetzt hören. Und ich segne dich mit Liebe, Freude, Dankbarkeit, Glück, Gesundheit, Frieden, Harmonie, Erfolg, Reichtum, Fülle, Wohlstand, wenn du ein Business hast, Kunden ohne Ende, Erfolg ohne Ende. Ich segne dich einfach, dass alle deine Träume und Wünsche wahr werden und ich segne dich mit dem Himmel auf Erden. So soll es sein. Danke, danke, danke. Ich danke dir, Norbert. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Interview genauso gut gefallen wie mir und hoffe, dass es euch genauso inspiriert hat wie mich. Es ist wirklich der Wahnsinn, seine Geschichte. Und ich danke Norbert nochmal. Norbert, danke dir einfach für die Zeit und dass du das so offen mit uns hier geteilt hast. Es ist wirklich sehr, sehr inspirierend, was du da auf die Beine gestellt hast. Wahnsinn. Und wenn du sagst, ich möchte davon mehr, ich möchte gerne mein Business auch lichtgeschwindigkeitsmäßig aufbauen, ich möchte gerne sechsstellig werden, ich möchte gerne weitergehen mit meinem Business, ich möchte gerne diese coole, freie, leichte Energie, ich möchte gerne Spaß haben in meinem Business und möchte da einfach weiterkommen, dann lade ich dich ein, bei mir im Spiritual Money Tracker Programm dabei zu sein. Die Links findest du, wie gesagt, unten in den Shownotes und ich freue mich riesig auf dich, dich dort da begrüßen zu dürfen. Und egal, wo du gerade stehst, egal, wo du gerade dran bist, in welchem Projekt du gerade bist, egal, was du machst, bleib unbedingt dran und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Deine Mareike.